Willkommen im Wochenende, würde Manela jetzt nein, sagen. Nein, 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 nein. Es ist ja erst Dienstag, also ist noch kein Wochenende. Wir haben Urlaub. Richtig, morgen ist Feiertag bei uns, den Reformationstag. Und dann haben wir das genutzt, den 1. und 2. November noch Urlaub zu nehmen. Hat auch geklappt. Und somit sind wir jetzt unterwegs und stehen am Twistesee. Richtig. Bad Arolsen. Kennt ihr ja. Waren wir ja schon öfters und immer wieder ein schöner Platz, wo man herfahren kann. Wollen morgen noch mal ein kleines bisschen was absprechen mit der Sigrid hier. Hast du schon erzählt in dem letzten Video? Ja, aber macht ja nichts. Ja, schwierige Fahrt heute. Regen, Sturm. Das windet ja jetzt noch, wenn man mal genau hinhört. Nee, jetzt ist im Moment ist gerade Ruhe, aber es hat ein bisschen nachgelassen. Also vorhin war es richtig schlimm, der Sturm. Ah, so richtig hört man es nicht mehr. Also auf der Autobahn, das war schön haarig. Um Kassel drumherum, das war, naja, nicht so toll. Ja, machen uns ein paar schöne Tage. Wollen mal so die Gegend um Paderborn, Bielefeld mal so ein bisschen ansehen. Viel Zeit haben wir nicht, aber... Sag mal ruhig. Merkt ihr, wie das windet hier um unser Wohnmobil, um unsere Villa drumherum? Oh, ist das schön. Das ist so beruhigend. Ja, sind manchmal schon ganz schöne Böen. Das stimmt schon. Aber morgen soll es wieder schön werden. Und wir setzen morgen um in Richtung Paderborn direkt. Mal sehen, da gibt es in der Nähe da so 3, 4, 5 Stellplätze, wo wir uns dann wiederfinden. Treffen uns mit unseren Freunden Lutz und Karin und ja, ich schneide heute Abend Film, deswegen steht der Rechner hier, sonst hätte ich den jetzt schon weggepackt, aber geht im Moment gerade nicht anders. Naja, wir wollen nur sagen, wir sind unterwegs und ihr seht wieder ein bisschen mehr von uns und wir freuen uns, dass wir unterwegs sind. Bis bald. Tschüss. Guten Morgen. Och, ich krieg schon wieder einen Anschiss. Guten Morgen. Die Sonne scheint. Ja, ich zeig's euch mal. Gestern hat's geregnet, waren fast Minusgrade. Wir stehen am Twistesee. Noch. Geht dann gleich weiter. Und ja. Jetzt genießen wir noch so ein bisschen die Ruhe hier. Schöne Zeit. Ich arbeite schon wieder. Oh, meine Ela auch. Tüte Mitleid. Noch eine Tüte Mitleid. Tüte Mitleid. Nee, heute ist ja Mittwoch und ihr wollt ja heute einen Film sehen. Also muss ich was tun. Ja, ich hab das, sonst wäre ich eigentlich um diese Zeit schon immer fertig gewesen mit dem Film. Aber heute, da Urlaub ist, habe ich mir das für den heutigen Tag hier vorgenommen und naja, so ist es halt. Jo, der Schauspieler läuft auch. Ich werde dann nochmal hier einen kleinen Rundgang machen, weil ich will mir da oben den Platz angucken oder wir beide wollen uns diesen Platz angucken. Sagen, bist du immer alleine unterwegs? Nee, wir gehen dann zusammen dort hoch und dann besuchen wir nochmal die Sigrid vorne und sagen mal guten Tag. Ja, und dann werden wir für Silvester einiges sicherlich mal absprechen. Ja. Und ja, so ist es eben. Manela will mal größer sein wie ich. Ich bin jetzt größer wie Jens. Schön. Seht ihr was? Neuen Leuchtturm. Sigrid hat wieder ihren leeren Leuchtturm. Nachdem der vor's Jahr im Sturm weggeflogen ist, hat sie diesmal sturmsicher gebaut. Betonröhren, wie ich die Sachen so sehe. Und ordentlich mit Fundament. Ja, das passt. Ja, wieder schön hier. Und wir haben wieder Bombenwetter. Bald können wir nicht mehr Manni-Wetter sagen, sondern Jens und Manu-Wetter. Das werden wir wohl jetzt mal also definieren. Manni, wir machen dir Konkurrenz. Jedes Mal, wenn wir unterwegs sind, haben wir das beste Wetter. Warte mal kurz. So, naja. Für einen 30. Oktober, wo in Hessen, 31. Oktober, wo kein Feiertag ist hier in Hessen, ist der Platz eigentlich ganz gut gefüllt. Es sind schon etliche weggefahren wieder heute früh. Ja, also
Ja, Twistesee ist immer eine Reise wert. Wir haben gerade mit der Chefin gesprochen, haben die Übernachtungszahlen von diesem Jahr gehört. Respekt, Respekt. Ja. Da muss ich sagen, dann lohnt sich so ein Unternehmen hier. Naja, wir besichtigen jetzt nochmal da oben die, den neuen Stellplatz, den sie da angelegt hat. Den haben wir ja im Februar schon mal gezeigt und jetzt ist er vollendet und werden wir nochmal sehen. Bis gleich. Sind wir oben. Oben angekommen hier. Also es ist schon die Hochfahrt hier schon nicht ganz ohne. Die ist schon schön steil. Also man muss hier schon ein bisschen aufpassen, muss ich sagen. Hier kann ich die Brille abnehmen, hier ist Schatten. Aber ich habe mal gerade was gesehen. Das wollen wir euch mal zeigen. Die Sigrid haben hier Wassersäule hingebaut und um die Toilette zu entsorgen, haben sie ein Toilettentaxi eingerichtet. Auch nicht schlecht. Dass muss man es nicht tragen. Schleppen muss. Oh, meine Ela ist wieder am Berg hochgelaufen und schon hat sie wieder keine Luft. Ja. Oh, was ich hier sehe. Antennenkabel gleich schon an den Stellplätzen angebracht, sodass hier oben auch der komplette Fernsehempfang gewährleistet ist. Ja, großflächig wie immer. Ja. So, der Blick vom oberen Stellplatz. Ist schon, also hier ist immer schön. Auch schön. Und hier nochmal der Gesamtblick. Strom auf allen Plätzen, wie gehabt. Wasser extra hier oben, eine Säule gebaut. Aber halt für die Toilette. Naja, okay. Naja, wir sind doch Camper, also kann man auch mal ein Stück laufen. Und vor allen Dingen, wir haben Zeit. Toilette weg. Wir melden uns aus Paderborn. Das ist der nächste Zwischenhalt, den wir machen. Auf unserer Reise. Lutz und Karin haben wir gerade getroffen. Die sind auch jetzt zu uns gestoßen. Jetzt machen wir einen kleinen Stadtrundgang. Und Manela hat wieder mal eine schöne Stelle gefunden. Oh, da muss ich jetzt gleich mal filmen. Ja, Urwald mitten in der Stadt. Guckt euch das mal an. Das nicht beruhigend? Glasklares Wasser. Und am 31. Oktober ist es noch relativ angenehme Temperaturen. Die Bäume sind noch bunt gefärbt. Gefällt mir das Leben. Wir leben unseren Traum. So, mitten lang durch Paderborn. Da haben wir hinten mal diese zwei schönen Häuser, das heißt schön, aber älteren Häuser entdeckt. Sag mal wert, dass wir das mal aufnehmen, gell? Oder? Ja. Im einen ist auf jeden Fall die Touristinformation drin und das andere ist, naja, Tabakladen und sowas. Ja. Ich meine, die Touristinformation, was es da gibt. Ja, ansonsten sehr belebte Stadt. Viele Menschen, gut, jetzt auch natürlich Feierabendzeit, aber man merkt natürlich hier auch, hier wird Geld verdient. Ja, mal sehen, was wir uns noch so alles finden. Ja, wie so oft,
wenn wir irgendwo sind, ist alles eingerüstet und in Bau befindlich. Das historische Rathaus hier und offensichtlich ist das der Marktplatz. Und hier ist viel Älteres und hier drüben schöne Gaststätte, so von außen. Und hier hinten ist noch ein älteres Gebäude, das werden wir noch mal rauskriegen, was das ist. Ich schreibe das dann drunter, was sich jetzt hier für ein Gebäude handelt. Naja, warum nicht? So lernt man dann auch immer wieder mal was Neues kennen. Richtig so. Ja, offensichtlich gibt es hier einen großen Dom. Habe ich jetzt eben schon erfahren. Ja, guten Morgen. Heute ist im November schon. Mann, wie die Zeit vergeht. Das Jahr ist fast rum. Naja, wir haben jetzt noch mal 2 Tage Urlaub. Hat man ja schon gesagt. Und haben jetzt noch mal ein Treffen mit unseren Freunden Lutz und Karin, die ja am Ende des Monats wieder für ein Vierteljahr verschwinden. Und wir noch mal die Gelegenheit genutzt haben, uns hier zu treffen und einen lang gehegten Wunsch der beiden auch zu erfüllen. Wir wollen hier in deren Umgebung mal einen Ort besuchen, wo sie uns schon lange eingeladen haben. Ja, wir befinden uns jetzt in Paderborn, hier auf dem Stellplatz am Rolandsbad. Preis 5 Euro pro Nacht, Kilowattstunde Strom, 50 Cent. Damit ist gesagt, dass alles vorhanden ist. Ja, hier vorne ist gleich die Stromsäule. Und hier hinten Fernentsorgung und Müll. Also alles vorhanden, was das Herz begehrt. Man steht hier eigentlich sehr ruhig. Gestern, wo wir angekommen sind, war hier alles von PKWs besetzt. Was natürlich nicht so schön war, aber nachdem wir das alles mal so ein bisschen angesehen hatten, waren gut die Strafzettel verteilt, also die Stadt räumt ab und zu mal auf. Ja, was gibt's noch? Schön, dass ihr euch interessiert für das, was wir in unserem Albertshofen-Aufenthalt so geplant haben. Das dauert noch ein bisschen, bis wir dazu was sagen. Es wird aber sehr interessant für diejenigen, die es interessiert. Ja, ja, letzten Endes sind wir wirklich an den Planungen fürs kommende Jahr. Und ja, das ist schon ein bisschen reichhaltig geworden. Das ist alles nicht mehr, wie soll ich das jetzt formulieren, ohne dass es falsch klingt. Also es ist und bleibt unser Hobby. Und wir wollen das Hobby aber auch leben. Rundrum ein bisschen etwas aufbauen. Unser Plan läuft bis zu dem Tag, wo wir irgendwann einmal in Rente gehen. Das ist bis dahin eigentlich schon vieles, was da dafür notwendig ist. Unter diesem Gesichtspunkt müsst ihr das alles mal sehen. Und da gibt es noch viele Aktivitäten, Versuche und so weiter und so fort. So viel dazu. Also Paderborn Stadt, naja, gut, ist nicht so berauschend, ist halt eine Industriestadt, sage ich jetzt mal so. In der Kürze haben wir jetzt nicht so viel Interessantes erlebt. Sicherlich, wenn man hier länger ist, gibt es dann sicherlich auch mehr zu sehen. Naja,
wird sicherlich nochmal die ein oder andere Gelegenheit geben, wo wir hier sind. Aber für jene, die durchreisen auf dieser Strecke, es liegt nicht weit weg von der Autobahn, sodass man hier ganz gut übernachten kann, wenn man mal eine Zwischenübernachtung braucht. Und das passt schon. Also, bis bald.